Hallo, liebe Leute, an dieser Stelle möchte ich mich mit der Thematik Innovation kontra Evolution beschäftigen. Diese Thematik ist jetzt für mich aktuell geworden und die Evolutionstheorie, die hat mich schon seit meiner Jugend beschäftigt und immer fasziniert. Nach dem Prinzip der Mutation und Selektion verändert die Evolution das Aussehen der Lebewesen im Laufe von Zehntausenden oder Tausenden von Jahren. Damals vor der Industrialisierung oder sogar noch weiter zurück, bevor es Menschen gab, waren die Veränderungen auf der Erde, in der Umwelt nur relativ langsam, so dass die Lebewesen Zeit hatten, durch Evolution sich an die Umwelt anzupassen. Abgesehen natürlich von Naturkatastrophen wie Meteoriteneinschläge oder Vulkanausbrüche. Aber bei solchen Naturkatastrophen sind ja ganze Lebensformen ausgestorben. Aber im Großen und Ganzen waren die Veränderungen immer so, dass die Lebensformen sich durch die Evolution an Veränderungen der Umwelt anpassen konnten. Spätestens mit Beginn der Industrialisierung hat sich diese Situation geändert, zumal die Industrialisierung immer weitere Bereiche erfasst hat und dann immer mehr an Fahrt aufgenommen hat. Na, zuerst waren es halt die Dampfmaschinen, dann waren es Verbrennungsmotoren, dann Elektrotechnik, die Digitalisierung und so weiter. Die Innovationszeiten werden immer kürzer und die Evolution hat dadurch immer weniger Zeit, die Lebensformen und Lebewesen an die veränderten Umweltbedingungen anzupassen. Das ist jetzt praktisch nicht mehr so wie früher. Es gibt zum Beispiel Tierarten, die mittlerweile abgewandert sind von dem Land in die Stadt. Also zum Beispiel Turmfalken und Wildschweine. Und die Wissenschaftler, die haben herausgefunden, dass bei den Vettern auf dem Land zum Beispiel die Schnäbel bei Vögeln anders aussehen, wie die Schnäbel bei den Vettern in der Stadt. Also die Evolution ist immer noch wirksam. Und hat da auch schon teilweise die Lebewesen an die Stadtbedingungen angepasst. Ne? In der Stadt ist der Tisch natürlich reichlich gedeckt für die Tiere. Die finden da viel mehr Land, viel mehr Nahrungsmittel als auf dem Land, wo praktisch die Landschaft ausgeräumt ist sozusagen, Bäume und Sträucher wurden beseitigt durch die neuen Baugebiete und durch die moderne Landwirtschaft, sodass die Tiere immer weniger Nahrungsmittel finden. Und in der Stadt, da finden sie bessere Bedingungen in den Parks zum Beispiel, in den Grünanlagen. Und dann auch alles, was die Menschen wegwerfen an Lebensmitteln und so weiter. Ne? Naja, und dann ist es halt so,
dass der Mensch praktisch durch die Technisierung der Umwelt dazu beigetragen hat, dass praktisch alte Naturkreisläufe nicht mehr funktionieren, ne? Und dann gibt es auch die Möglichkeiten, durch medizinischen Fortschritt Körperteile auszutauschen, zum Beispiel Prothesen, oder man kann Herzschrittmacher implantieren. Das sind halt alles neue Möglichkeiten durch die Medizin und durch den Fortschritt gegeben. Wobei natürlich da immer juristische und ethische Bedingungen und Bestimmungen eingehalten werden müssen, ne? Außerdem ist halt so, dass durch die Medizin auch die Möglichkeit besteht, in das Erbgut der DNA einzugreifen, ne? Also bei Tieren, Pflanzen. Bei Menschen ist das ja verboten, aus ethischen Gründen und aus moralischen Bedenken. Aber bei Tieren und Pflanzen wird es ja gemacht, ne? Wobei das allerdings auch teilweise kritisch gesehen wird, ne? Auf jeden Fall ist das so, dass nicht der Mensch sich immer weiter von der Evolution entfernt und damit auch von der Natur entfernt und selber bestimmt, wie die Lebewesen aussehen und wie sie funktionieren, ne? Und er hat es theoretisch auch in der Hand, selber sein Aussehen zu verändern. Der Mensch kann auch selber sein Aussehen verändern, ne? Also einmal durch gezielten Einbau von künstlichen Körperteilen, was ja teilweise gemacht wird, oder teilweise durch digitale Schaltkreise, ne? Also durch Computerprozessoren, die mit den Körperteilen verbunden werden, ne? Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich immer. Auf der einen Seite kann man halt Krankheiten damit verändern. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch wiederum nicht das Gegenteil erzeugen. Aber diese Zweischneidigkeit, nicht, die war schon immer vorhanden, solange es Menschen auf der Welt gibt, ne? Schon mit dem Feuer war das so, mit der Entdeckung des Feuers. Man kann mit dem Feuer ein Steak braten oder das Haus vom Nachbarn abbrennen, ne? Oder mit einem Sprengstoff. Ich kann mit einem fremden Sprengstoff im Krieg einsetzen oder ich kann mit dem Sprengstoff eine alte Brücke sprengen, wo eine neue gebaut werden muss. Das ist halt bei jeder Erfindung und bei jeder neuen wissenschaftlichen Möglichkeit, die der Mensch erhält, nicht die gleiche Frage, wie wird es eingesetzt, ne? Auf jeden Fall ist ja auch so, dass die Lebensbedingungen sich auf der Mensch, auf der Erde sich immer weiter verschlechtern, ne? Das heißt also, es gibt immer mehr Umweltprobleme, dann gibt es Überbevölkerung, Nahrungsmittelknappheit und so weiter. Der Lebensraum wird immer mehr eingeengt durch den Klimawandel, ne?
Und der Mensch, der greift dann notgedrungen immer mehr ein in die natürlichen Kreisläufe und gestaltet die Erde immer mit und bestimmt immer mehr das Aussehen der Lebewesen und der Natur und der Erde, weil das bestimmt der Mensch alles, ne? Und ich meine, in der Zukunft könnte es ja tatsächlich sein, dass wir irgendwann als Menschheit gezwungen werden, die Erde zu verlassen, weil die unbewohnbar geworden ist, ne? Und dass wir dann irgendwo im Universum einen neuen Planeten besuchen müssen, den wir dann besiedeln können, ne? Weil die alte Erde unbewohnbar ist, ne? Ich meine, in den Science-Fiction-Filmen wird diese Sache ja schon öfters hier gebracht in den einschlägigen Filmen, ne? Aber abwegig ist es nicht. Es kommt irgendwann der Tag, wo das wohl sein wird, ne? Man muss ja auch bedenken, wie irrwitzig schnell sich die ganze Menschheit weiterentwickelt hat, ne? Also den ersten Menschen, den gab es etwa vor 1 Million Jahren, ne? Da wurde der von der Evolution hervorgebracht, ne? Dann Christi Geburt war vor gut 2000 Jahre. Und dann war halt Antike, Mittelalter und so weiter, jetzt die Neuzeit. Das heißt also die neuere Zeitrechnung, das sind ja gerade mal 2000 Jahre, ne? Und die Industrialisierung, die war im 19. Jahrhundert, irgendwann 1880 in Deutschland fing das langsam an mit den ersten Eisenbahnen und mit der Dampfmaschine und so weiter, ne? Das heißt also, die Innovationszeiten werden immer kürzer, ne? Und infolgedessen wird es immer schwieriger, dagegen zu steuern. Und die Evolution ist, wie ich schon geschildert habe, längst davon abgehängt worden, von dieser rasanten Geschwindigkeit des Wandels, ne? Das heißt also, der Mensch selber hat alle Fäden in der Hand über das Schicksal der Menschheit und über den Planeten zu bestimmen. Ne? Nur ist es halt so, dass man dazu halt viele Wissenschaftler und Experten braucht und dass diese oft nicht in der Öffentlichkeit das Gehör finden, beziehungsweise dass in den Medien diese Problematik zu wenig gebracht wird, vielleicht auf der dritten oder vierten Seite oder Innenteil der Zeitung, weil gerade tagespolitische Themen auf der ersten Seite gebracht werden oder im Fokus der Aufmerksamkeit der Menschen stehen, ne? Das überlagert dann halt dieses grundsätzliche Thema, ne? Weil die Tagesthemen den Alltag beherrschen und auch die Medien über Tagesthemen berichten, ne? Aber grundsätzlich ist das ein grundlegendes Problem, ne? Dass der Mensch schon längst die Geschicke der Schöpfung, der Evolution, ne, in die Hand genommen hat und verantwortlich ist für sein eigenes Fortbestehen und für das Fortbestehen der Tier- und Pflanzenwelt und der Menschheit als solches, ne. Ich habe als Hobbyautor schon viele Texte verfasst
die Sie gerne auf meiner Homepage besuchen können, www.ahnenkruse.de. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.